Du bist klein. Ich hab mir dich irgendwie größer vorgestellt. Ist das eine Beleidigung? Nein, absolut gar nicht. Das hier ist Ratgeber Agaric. Meine Damen und Herren, es begab sich an Tag 42, dass Großherzog Stefan von Stefania höchstpersönlich eine neue Folge Sword the Court aufnahm. Dies ist seine Geschichte. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Sword the Court. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Weil diese Serie inzwischen schon sehr, sehr lange läuft und wir pro Folge nicht so viel Progress machen, weil es eben noch diese Random-Sachen gibt, die ab und zu immer mal wieder auftauchen und nicht wirklich zuträglich zur Handlung sind, habe ich mir gedacht, ich spiele das in dieser Folge noch fertig. Koste es, was es wolle, ganz egal, wie lange es dauert. Ich werde noch heute, und dazu stehe ich mit meinem Namen, ich werde noch heute in das Konzil der Kronen aufgenommen werden und der beste König aller Zeiten sein, der jemals war und so weiter und so fort, bla bla bla. Bevor ich das aber machen kann, ist der Wissenschaftler in meinem Thronsaal. Und der Wissenschaftler sagt, das Konzil der Wissenschaften hatte eine großartige Idee. Bitte baut keine Atombombe, tut mir den Gefallen. Uns ist ein Weg eingefallen, wie wir Musik über die gesamte Stadt, über ein Netzwerk aus Sonic Hardware, also aus Schall Hardware, übertragen können. Baut ihr Radios? Ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nützlich wäre, aber wäre es nicht lustig, es auszuprobieren? Im Namen der Wissenschaft. Ich bin mir sicher, wir könnten es sehr, sehr günstig machen. 100 Gold sollten reichen. Mhm. Ich meine, Unterhaltung für alle, richtig? Wir fangen sofort an. Ah ja. So, die Straßen werden bald voller Musik sein. Ich habe mich im Satz aufgehangen. Deswegen klang das gerade so komisch. Okay, nice. Cool, damit wäre das erledigt. Die Geister sind nun zur Ruhe gelegt oder beruhigt. Aber eventuell sollten wir ihnen etwas Gold spenden. Ist das dein Ernst? Auf einmal verliere ich jetzt Gold ohne Ende. Ich weiß, dass die Geisterwelt sehr auf Gold steht und es könnte eventuell dazu führen, dass sie uns in Zukunft nicht mehr belästigen. Ah ja, was sagt ihr? 200 Gold sollten reichen. Ich meine, wenn ich schon hier bin, kann ich eigentlich auch gerade auf den Ausgabestreak gehen. Mhm. 427. Oh. Ich werde sofort die Zeremonie durchführen. Tue sie dies. Möge sie das tun. Hi Mason, ich will eine neue Granary bauen. Ich habe das Wort noch nie gehört, by the way, ich weiß nicht, was da steht. Das könnte helfen, unserer Population zu wachsen. Aber es wird etwas kosten. Weißt du, du kommst in den Thronsaal, denkst dir nichts Böses und einfach die ersten drei Leute, die kommen, wollen einfach Bargeld. Wie viel denn? Ich meine, natürlich will ich, dass meine Bevölkerung wächst, aber wie viel? Er sagt nur ein bisschen. Mhm. 70 nur. Was? Nur? Vorher war das locker 500, der kam doch schon mal und wollte irgendwas. Habe ich ihm gegeben, da war ich quasi arm. Das wird unserer Stadt wachsen helfen. Der Nächste bitte, möge der Nächste bitte vortreten, der Wissenschaftler. Hallo, hallo. Das Konzil der Wissenschaften hat einen neuen Trank entwickelt, der getestet werden muss. Haben wir die Erlaubnis, einige Experimente oder einen Test mit einem freiwilligen Testsubjekt durchzuführen? Natürlich, wenn er sich freiwillig meldet. Klar. Sehr gut, ja, ja. Ich werde sofort zu euch zurückkommen, sobald ich weiß, was der Trank eigentlich macht. Bitte erschafft kein Monster oder so. A group of mermaid traders, was? Eine Gruppe von Meerjungfrauenhändlerinnen, hat heute den Markt besucht und hat die Handelsprofite in die Höhe getrieben. In was für einer Welt leben wir, dass die einfach... Wie kommen die aufs Land? Frage ich mich gerade. Trocknen die nicht aus? Das sind immer noch Fische. Technisch gesehen, richtig? Oder halb Mensch, halb Fisch. Aber die müssten noch austrocknen. Ich habe keine Ahnung, wie Meerjungfrauen funktionieren, frag mich nicht. Ich war noch nie eine. Ich hoffe, das kommt noch. Ich habe keine Ahnung. Der Schmied sagt, meine bla 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 bla, das hatten wir schon zighundert Mal. Ich muss das ja nicht erst vorlesen, ne? Immer, Geld ist immer gut. Geld ist immer perfekt. Der Nächste bitte. Sieh an, es ist Advisor Pier. Ein weiteres Mal in meinem Thron. Sehe ich gut genug aus für Sie? Ich hätte hier einen Spiegel ab, den müsste ich erst ausgraben, deswegen mache ich das jetzt so. Ich glaube, ich bin bereit. Ratgeberin Pia sagt, macht Platz für König Andromedus, der Lord des Celestial Kingdom. Der ist hier höchstpersönlich? Hi. Ich war nicht ganz darauf vorbereitet, dass der jetzt höchstpersönlich hierher kommt. Ich dachte, das wäre nur sie. Ich bin leicht überrascht. Und ein bisschen Angst habe ich auch. Du musst nicht immer so eine Aufregung um meine Person machen, Pia. Ich mag ihn jetzt schon. Wie auch immer. Ja, hallo, guter König. Ich habe gehört, ich habe viel Gutes oder vieles über euch und eure Leute gehört. Hoffentlich nur Gutes. Das wollte ich eigentlich sagen. Wir im Konzil sind sehr beeindruckt von dir
und würden dich sehr, sehr gerne beitreten lassen. Es gibt nur ein kleines Problem. Alle vier der existierenden Konzilmitglieder müssen anwesend sein, um ein neues Mitglied einzuweihen. Aber ich fürchte, Königin Chanterelle und Königin Cerit haben eventuell einen kleinen Kampf gerade am Laufen. Also sie können sich nicht leiden, das würde ich damit sagen. Wir müssen sie erst wieder auf den Boden zurückbringen oder sie erst wieder etwas beruhigen und ihren Streit regeln, bevor du dem Konzil beitreten kannst. Du solltest sehr bald schon von ihren Ratgebern hören. Ich vertraue dir die Aufgabe an, diese beiden wieder zusammenzubringen. Viel Glück wünsche ich dir und danach gehört der Sitz im Konzil dir. Das heißt, ich muss jetzt ihren Konflikt regeln, weil er das nicht kann, quasi. So kommt es mir vor. Also er könnte es, aber es ist ihm zu blöd. Also tritt das an den ab, der neu rein will. So als Aufnahme. Absolut großartig. Super. Der Royal Advisor sagt, ich werde ein Auge offen halten, um die Ratgeber des Ocean Kingdom und des Plant Kingdom zu sehen, Sir. Ich bin mir sehr sicher, dass wir beilegen können, was auch immer sie beschäftigt. Ich hoffe, es funktioniert so einfach, weil bisher ist einfach nur ja, nein und dann funktioniert. Ach, komm schon. Es kommt König Andromedos höchstpersönlich, dann meine Ratgeberin, danach du. Merkst du, wie die Kette absteigt? Du bist ganz unten. Mm-mm. Nein, ich guck nicht in deinen blöden Kristall. Raus hier. Ein Krimineller mit anscheinend unmenschlicher Stärke hat den Goldhaufen des Schlosses geplündert und die Wachen mit Leichtigkeit abgewehrt. Sie haben einen Supermenschen erschaffen. Und ihr freiwilliges Testsubjekt war ein Krimineller. Ich glaube, ich muss mal ganz dringend mit dem Konzil der Wissenschaftler sprechen. Ich glaube, das wird nicht lustig für die. Heute Nacht steigt eine Party in der Taverne. Die Bürger sammeln sich, singen und tanzen zusammen in die Nacht. Das ist... Bitte sagt mir nicht, das hat negative Auswirkungen, dass dann alle besoffen sind und nichts mehr zustande kriegen. Das wäre nämlich auch irgendwie lustig. Aber nein, anscheinend passiert es nicht. Guck dir mal die Stadt an, wie schön das aussieht, ne? Es ist einfach nice. Es gab eine Schlägerei in der Taverne. Ich hätte es irgendwie wissen müssen, dass das passiert. Sollen wir diejenigen verhaften, die dafür verantwortlich sind? Natürlich doch. Aber selbstverständlich. Ich werde sie sofort verhaften lassen. Möge sie es tun. Und möge sie vielleicht mal die zwei wichtigen Personen hierher bringen. Weil ansonsten gehe ich einfach meinem täglichen Business nach und wir kommen nicht vorwärts. Wachen, Diener, bringt den roten Teppich. Advisor Pontus ist da. Ratgeber Pontus. Höchstpersönlich, endlich taucht mal einer von denen auf. Das hat gerade Ewigkeiten gedauert. Guten Tag, ich bin Ratgeber Pontus aus dem Ocean Kingdom. So siehst du auch aus. Nichts für ungut, ich wollte dich nicht beleidigen. In letzter Zeit kam ein Disput zwischen unserer Königin und dem Pflanzenkönigreich auf. Eine Fläche von Marschland wurde entdeckt und muss legal oder rechtens als Eigentum des Königreichs markiert werden. Da der Marsch Wasser enthält, gehört es ganz offensichtlich der Ocean Queen, also der Königin des Ozeans. Ah ja. Die Pflanzenkönigin weigert sich jedoch, dem zuzuhören und besteht darauf, dass es ihr gehört. Oh, Marschland ist aber beides, ne? Fuck, das wird schwer. Wirst du uns unterstützen, das Marschland zu erhalten? Wirst du dem Ocean Kingdom helfen? Oh, Marschland ist aber beides, ne? Ist das nicht so, das ist so ein Sumpfding? Da ist sowohl Wasser als auch Pflanzen, glaube ich, ne? Fuck. Die Frage ist, wer war zuerst da? Das ist die wichtige Frage, wer war zuerst da? Ich sage einfach mal ja, weil ich glaube, sonst geht das Spiel nicht weiter. Ich unterstütze mal die, weil das hat irgendwie den Anschein, als ob die zuerst da waren. Ich bin mir nicht sicher, ich drücke einfach mal ja. Mhm. Natürlich, natürlich. Ich werde sofort Königin Cerit davon berichten. Mit dir auf unserer Seite sollten wir in der Lage sein, das Pflanzenkönigreich zu übertrumpfen und dieses Marschland zu holen. Cool, wir sind so viel weiter wie vorher, ne? Das ist wirklich krass. The spirits are appeased right now. Ich gebe dir nicht schon wieder Geld. Das hatten wir doch schon mal. Nein! Du bist klein. Ich habe mir dich irgendwie größer vorgestellt. Ist das eine Beleidigung? Nein, absolut gar nicht. Das hier ist Ratgeber Agaric. Aus dem Pflanzenkönigreich. Absolut großartig. Hallo. Mein Name ist Ratgeber Agaric. Ich repräsentiere das Pflanzenkönigreich oder die Pflanzenkönigin Chanterelle. Ah ja. Wir haben eure Ankündigung der Unterstützung für das Ocean-Königreich in dieser Angelegenheit des Marschlandes gehört. Und da dieses Land voller Gras und Pflanzenleben ist,
gehört dieses Marschland rechtmäßig der Pflanzenkönigin. Ah ja, ich werde euch eine Chance geben, euren Fehler zu korrigieren und euch auf unsere Seite zu stellen. Macht die richtige Entscheidung jetzt. Werdet ihr stattdessen das Pflanzenkönigreich unterstützen? Was passiert, wenn ich jetzt ja sage, dann drehen wir uns im Kreis, oder was? Ich sage jetzt auch mal ja. Ich habe doch keine Ahnung, aber er ist süßer als der Fischkopf von vorhin. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich habe echt keine Ahnung. Sehr gut, so wie es sein sollte. Ich werde sofort Königin Chanterelle darüber unterrichten. Wir drehen uns im Kreis, ne? Wir drehen uns einfach im Kreis. Ja, lass die Flüchtlinge rein. Wir drehen uns irgendwie im Kreis und kommen nirgendwo hin. Ich hoffe, ich kann das trotzdem irgendwie lösen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht irgendwie zerschossen. Weil es müssen ja irgendwie alle an einem Ort sein und alle müssen irgendwie zustimmen. Ah, mein Freund, der Sultan. Ich habe ein Angebot für dich, Freund. Ich würde eine ganze Ladung euer Luxusgüter kaufen für einen guten Preis. Warum sollte man da Nein sagen? Minus 15, warum? Plus 300, warum minus 15? Der hat doch nur Luxusgüter gekauft, das ist ein ganz normales Handelsabkommen, oder nicht? Wir werden ein weiteres Mal zusammenarbeiten, das hoffe ich zumindest. Das war ein ganz normales Handelsabkommen. Warum minus 15? Ich bin nicht verwirrt, sei still. Ach, nicht du schon wieder. Ich bin zurückgekommen und nicht ohne Grund. Bereite dich auf einen Protest unsagbarer Proportionen vor. Ich bin verwurzelt. Ich werde nicht weggehen. Ich werde diesen Ort hier nicht verlassen, bis du für deine Verbrechen gegen meine Leute gerade stehst. Eure Arbeiter haben den Weg des Lebens verletzt. Ah ja, oder verwundet. Die Dinge werden nie wieder dieselben sein im Wald. Was sagst du? Wirst du zumindest zugeben, dass deine Leute etwas... Ja, ich bereue. Mhm. Das wirst du? Solltest du auch. Du machst doch Quatsch hier. Ich möchte perfekt transparent sein übrigens. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet habe, dass du das sagst. Ich bin mir nicht wirklich sicher, wo ich jetzt von hier aus weitermachen soll. Vielleicht werde ich einfach gehen. Das kann man nicht übersetzen, das ist ein englischer Wortwitz. Okay, raus hier. Das war's, damit habe ich jetzt den Konflikt gelöst. Hi. Nein, ich gebe dir kein weiteres Gold für deine blöden Opfer. Nein. 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 200. Also ich habe 1000, aber nein. König Andromedus ist wieder da. Habe ich was falsch gemacht? Ich hoffe nicht. Hallo, guter König. Es scheint wohl so, als dass der ganze Trubel um das Marschland endlich aufgeklärt wurde. Das heißt, ich habe das richtig gemacht. Das freut mich. Sobald Königin Chanterelle realisiert hat, dass sie gewonnen hat, oder sobald sie realisiert hatte, dass sie gewonnen hatte, war sie bereit, den Marsch mit dem Ocean Kingdom zu teilen. Ach, guck mal an. Ist auch noch alles gut geworden. Manchmal bist du ein Was? Manchmal braucht ein Anführer nur ein bisschen Respekt. Wisst ihr das? Na, wie auch immer. Euer Input hat auf jeden Fall geholfen, dieses Stalemate, also quasi dieses Standoff, diese Situation zu brechen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt, wie versprochen, euer Sitz im Konzil. Ich habe dafür gesorgt, dass Pia die letzten Arrangements trifft und dich informiert, wenn wir bereit sind, dich einzuführen. Danke nochmal für deine Hilfe in dieser Angelegenheit. Ich bin auf dem perfekten Weg. Die Stadt sieht super aus. Jetzt kommt gerade Großmütterchen danach. Die Stadt sieht super aus. Ich habe richtig viel Geld. Den Leuten geht's gut. Das ist die Zielgerade. Ich spür's. Yes, endlich! Das hat zum Glück gar nicht ewig gedauert. Ich sitze seit 20 Minuten hier und klick nur in der Gegend rum. Das ist absolut großartig. Finde ich absolut geil. Endlich ist Ratgeberin Pia wieder da und sie kommt keine Sekunde zu spät. Die Stadt ist gerade im maximalen Ausbau, ne? Ich glaube, mehr als so geht nicht. Okay, Ratgeberin Pia sagt, guten Tag, Sir. Wir sind nun bereit, euch offiziell in das Konzil der Kronen aufzunehmen. Es gibt jedoch ein paar Formalitäten zu beachten. Kann ich die einfach überspringen und dir die Kurzversion geben? Ja. Mhm. Puh, dankeschön. Es ist eigentlich auch egal und auf dem Weg verliere ich nicht meine Stimme. Okay, versammelt euch alle. Ah ja. Ich bin ein Ratgeber. Celestial Kingdom Knights, bla bla bla, your king too. Wow, also die Kurzfassung ist, ich bin ein Ratgeber, es gibt das Celestial Kingdom und Könige und bla 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 und du bist auch ein König. Und so. Du bist ein guter König. Wir laden dich ein, du akzeptierst. Es ist alles gut. Im Namen des Konzils der Kronen nenne ich dich nun, oder erhebe ich dich
zum gekrönten König. Okay, wir sind fertig, du bist drin. Jetzt, was das war's, cool, nice, dankeschön. Jetzt, da du Teil des Konzils bist, werden repräsentative Menschen und andere Dinge aus anderen Königreichen zu dir kommen, um nach Hilfe zu fragen. Achte auf jeden Fall darauf, dass du dein Bestes tust, um ihnen zu helfen. Und ganz ehrlich, Gratulation. Das Konzil ist der höchste Rang, in den ein König aufsteigen kann. Und das war jetzt das Ende des Spiels. Das ist jetzt kommt der Endlosmodus. Er will gehen, um ein Game Dev zu beenden, ja, von mir aus. Minus 1. Ah ja, vielleicht kreuzen sich unsere Pfade nochmal, vielleicht nicht. Nimm das Zahnrad, um dich an mich zu erinnern. Was? Das war jetzt quasi das Ende. Ich bin jetzt Mitglied im Konzil der Kronen. Die Stadt ist maximal im Ausbau und jetzt kommt quasi nur noch Endlos-Modus. Wo einfach jetzt noch andere aus verschiedenen Königreichen kommen können, die irgendwas wollen. Das heißt, das hier ist mehr oder weniger das Ende des Spiels. Und ich behandle das jetzt auch mal so, weil natürlich könnte ich das weiterspielen. Aber ab hier mache ich, glaube ich, keinen story-relevanten Progress mehr. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist nur noch so Helferlein-Zeug und so Klick-Zeug. Und die Stadt kann nicht weiter wachsen. Die Stadt hat die Stadt ist maximal im Ausbau. Ich habe gut Geld, ich habe gut Zufriedenheit. Das heißt, ich behaupte einfach mal, ich habe das, was man in dem Spiel durchspielen kann, durchgespielt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob da nicht noch was kommt, aber jemand hat gesagt, wenn man Mitglied im Konzil der Kronen ist, ist das Spiel durch, mehr oder weniger. Aber da ist Endlosmus, das heißt, das hier war es bei Sword the Court. Und oh mein Gott, dafür, dass das ein kostenloses Indie-Spielchen ist, was glaube ich nicht mal 100 MB groß ist, war das extremst lustig. Also das war wie Reigns, aber ich fand das noch ein ganzes Stück cooler. Irgendwie wegen den ganzen Charakteren, wo auch der Text, der eingeblendet wird, verschiedene Geräusche macht und dir quasi schon eine Stimme vorgibt. Das ist ein bisschen wie ein Undertale. Da läuft der Text ja auch durch und der macht auch immer andere Geräusche und daran kann man sich schon vorstellen, was das für ein Charakter ist. Das ist richtig, richtig nice gemacht in das Spiel. Guck dir das an! Das kann man nicht hassen, das ist so süß! Allein schon mein König ist, den seht ihr gar nicht wahrscheinlich, aber mein König ist schon so süß. Einfach seine verdammt kurzen Beine, die überhaupt nicht richtig auf den Thron passen. Okay, ich sage einfach mal, das war's hier bei Sword the Court. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart im Thronsaal von Stephanius, dem Großen von Stephania, wie er Entscheidungen trifft und Geld verliert und jetzt am Ende Geld gewinnt und ins Konzil der Kronen eingeht. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen zum Like, Daumen zum Maulzorn. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ruckel, ruckel. Das war neu. Das ist so ruckel. 43k. Ich glaube, das war das meiste, was ich jemals hatte. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber es fühlt sich irgendwie so an. Okay, nice. Das war einigermaßen großartig. Wie viel haben wir? Ach, 12k, 10k. Ach, ich spucke auf euch. Der hat inzwischen 6 Diamanten, der Typ. Wofür braucht ihr die? Oh, ich werde es vermissen irgendwie. Es hinterlässt so ein bisschen eine Wunde in meinem Herzen, ne? Weil es ist halt schon ein Teil des Channels irgendwie geworden. Mann! Ich will nicht, dass es vorbei ist, aber es ist halt vorbei. Verdammt nochmal.